Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Legierungszusammensetzung. Da hätte ich gerne diese hier. Kann man das Blau erkennen, oder? Ja. Ja? Okay. So, dann haben wir jetzt die Legierungszusammensetzung 2. Die fängt hier an. Und ich kühle ab. Ich kühle ab und kühle ab und kühle ab und kühle ab und kühle ab. Im Moment passiert nichts. Ich bleibe flüssig. Jetzt treffe ich hier auf diese komische Spitze hier unten. Genau an der Temperatur TE. Die nenne ich hier heute mal so. Was passiert bei TE? Bitte? Direkte Erstarrung. Ist eine direkte Erstarrung. Ganz genau. Ganz genau. Ich bekomme einen Haltepunkt. Sie haben einen sofortigen flüssigen Festübergang. Wie sieht denn die Reaktion aus, die ich hinschreiben müsste? S geht über in? Alpha plus Beta. Ganz genau richtig. Alpha plus Beta. Dieser Punkt hier heißt Eutektikum. Also diese ganz spezielle Konode unterhalb des Eutektikums, die diese beiden Entmischungslinien mit dem Eutektikum verbindet, heißt Eutektikale. An einem Eutektikum erfolgt eine schlagartige Erstarrung. Also am eutektischen Punkt erfolgt eine schlagartige Erstarrung. Sie haben immer den Übergang von einer flüssigen Phase in zwei feste Phasen. Also Reaktionsgleichung
sehen so aus. L für Liquid, oder wir waren bei S geblieben, bleiben wir beim S für Schmelze, geht über in Alpha plus Beta. Das ist eine ganz allgemeine Schreibweise. Das kann aber auch heißen, Schmelze geht über in Gamma plus Delta. Je nachdem, was das für Phasen sind. Stellvertretend für alle Phasen, die es gibt, schreiben wir Alpha plus Beta. Wichtig ist, dass der Übergang von flüssig in zwei feste Phasen erfolgt. Eine flüssige Phase in zwei feste Phasen. Im Eutektikum ist die niedrigste Temperatur erreicht, indem eine Legierung noch einphasig flüssig ist. Niedrigste Temperatur, bei der die Legierung einphasig flüssig ist. Grafisch gesehen ist es die untere Spitze eines Einphasenraums. Wenn Sie auf Ihr Übungsblatt schauen, dann sagen Sie mir mal, bei wie viel Prozent Bleimischkristall haben Sie das Eutektikum im Zinn-Blei-Phasendiagramm? Hm? 26,1 habe ich gehört. Ja, sind Sie damit einverstanden? Sehr gut. Das hier ist kein fiktives Phasendiagramm, sondern das ist in real so. Das ist ein einfaches, ein sehr schönes Phasendiagramm für Zinn und Blei. Wann brauche ich das? Wann brauchen Sie das? Ja, Schmelzpunkte bestimmen, okay. Was besteht wohl aus Zinn und Blei? Ja, genau. Lötzinn, richtig. So, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Wenn Sie sich dieses Phasendiagramm anschauen, bei welcher Zusammensetzung würden Sie denn ein optimales Lot herstellen? Bei der niedrigsten Schmelze. Aha, und die wäre? Das ist gerade das Eutektikum. Genau, das ist richtig. Das ist genau richtig. Alle Gusslegierungen sind eutektikumsnah. Lote sind eutektikumsnah. Ich möchte eine möglichst niedrige Schmelztemperatur haben. Ganz wichtig, ich möchte keine Energie zusätzlich aufwenden, um erstmal, weiß ich nicht wohin, aufheizen zu müssen, bis ich flüssig bin. Und noch viel wichtiger bei Loten ist, ich möchte, dass nach flüssig und Unterschreiten der Erstarrungstemperatur mein Lot fest ist. Ich kann nicht damit leben, dass das noch in so einem Zwei-Phasen-Waber-Gebiet ist. Das möchte ich nicht. Das heißt, Lote sind in der Regel Eutektikum oder Eutektikumsnah. Warum Gusslegierung? Bauteile, die gegossen werden, werden in der Regel in Formen gegossen. Und Formen können lange Wege zurücklegen müssen oder in Formen müssen lange Wege zurückgelegt werden. Da gibt es oftmals Hinterschneidungen. Sie können sich vorstellen,
Wenn Sie eine Legierung herstellen, die durch ein Zwei-Phasen-Gebiet durch muss und Sie haben da bereits feste Bestandteile drin, dass die Fließeigenschaft von einer solchen Legierung nicht besonders gut ist. Denn die festen Körner, die werden sicherlich nicht besonders weit fließen. Wenn Sie hingegen eine eutektische Zusammensetzung haben und Sie überhitzen das bis hier zu dieser Temperatur, dann haben Sie eine so große Temperaturspanne, in der Sie nach Einfüllen der Legierung in die Form noch flüssig ist, bis der Erstarrungsvorgang einsetzt. Und dann haben Sie sofortigen Übergang von flüssig nach fest und nicht mehr irgendwie eine zähe Geschichte, die sich entmischt innerhalb der Form. Das können Sie sich also tatsächlich schon mal merken. Bei Bauteilen, die Sie gießen wollen, wählen Sie ein Eutektikum oder eine eutektikumsnahe Legierungszusammensetzung. Hier sind wir noch nicht fertig. Hier geht es nochmal runter. Was passiert hier? Meine Legierung verändert sich natürlich nicht, ganz klar. Ich habe eine Konode zu jeder Temperatur. Das heißt, mein Festkörper verändert sich nochmal. Aber zunächst muss ich mir erstmal anschauen, wie sieht der überhaupt aus? Wie sieht Alpha und Beta in einem Eutektikum aus? Und zwar typischerweise, welche Farbe hatten wir beim letzten Mal für Alpha genommen? Grün, ne? Okay. Und zwar habe ich typischerweise ein lamellares Gefüge beim Eutektikum. Warum? Weil die Erstarrungsgeschwindigkeit, das heißt die Keimbildungsrate, ganz hoch ist. Überall bilden sich in der Schmelze kleine Körner, die dann wachsen. Aber weil sie so viele Keime gebildet haben, können die gar nicht so richtig weit wachsen, bis sie an das nächste Korn stoßen. Und so ist dieses Gefüge sehr feinkörnig und oftmals lamellar ausgebildet. Also wir sind zweiphasig fest. Eutektische Gefüge sind feinkörnig. Aufgrund der hohen Keimbildungsrate. Und sie sind sehr oft lamellar. Eine hohe Erstarrungsgeschwindigkeit. Jetzt fehlt uns noch etwas, was ganz, ganz, ganz marginal, ganz zart nur ist. Meine Legierung oder meine Phasen, das ist also richtig, die Phasen, ändern sich nochmal entlang der Entmischungslinien. Das heißt, in diesem Fall geht ein Teil des Beta-Mischkristalls in den Alpha-Mischkristall über. Das ist aber so marginal in einem Eutektikum zu sehen, dass man es im Gefüge kaum bemerkt. Das ist wirklich ganz zart. Das heißt, im Laufe der Zeit ändern sich meine
Phasenzustandspunkte entlang der Entmischungslinien und ein Teil des gebildeten Beta-Mischkristalls geht über in den Alpha-Mischkristall. Warum diese Richtung? Weil mein Eutektikum jenseits der 50% auf der Gehaltslinie liegt.